Ich habe schon immer gesagt, der Jack Rooks Gaming-Kanal ist eine ganz gute Sache. Also, wenn's dir nicht abonniert, dann komm ich wieder. Jack Rooks Gaming. Wieso muss das Wetter immer so sein wie in der Realität? Es schifft. Willkommen zu Scam. Und heute hatten wir eigentlich etwas vor, aber ja. Bei dem Wetter sind ungünstige Flugbedingungen. Aber auf die Scheiße mal ganz herzfisch. Hier, die Texturen von meiner Cannabispflanze geklaut. Warum ausgerechnet die Cannabispflanze? Könnte es nicht auch wie die Kartoffeln sind oder sowas, ne? Aber nee. Die Cannabispflanze hat ihre kompletten Texturen verloren. Das ist nur noch so ein Schachbrettmuster dort. Vielleicht muss man einfach mehr kiffen. Dann sieht man ja eh wieder Farbe, ne? Wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Wir werden jetzt natürlich noch was essen, ne? Das macht man ja vor einem Flug so. Man isst, ne? Und bei den Airlines ist es ja so, man bekommt dann solche kleinen Kotztütchen. Aber das ist ja auch nur die normale Holzklasse, ne? Also mit der 90% da Leute fliegen, ne? Das sind diese kleinen Kotztütchen. Erst ab der Economy wird das ein bisschen größer, ne? Ja, ja. Aber je höher preisig das ist, desto weniger viel ist ja auf dem Teller drauf, ne? Ja, da gibt's ja diese riesengroßen Teller mit so kleinen Teelöffelchen Essen drauf, ne? Und das kostet dann 170 Euro. Die brauchen eigentlich nur solche kleinen. Ach, was weiß ich. Ja, das ist ja, nee, Ursache, Wirkung und so. So, was haben wir vor? Erstmal unser Hühnergedöns essen. Hühnersuppe. Ihre Marken. Gut, die Hühnersuppe. Die Suppe ist auch gut. Aber sie besteht zum Großteil eben aus Flüssigkeit. Aber die müsste uns sehr viel Protein bringen. Ich habe ein ganzes Huhn hier reingefackt. Also der Proteinhaushalt, der muss doch jetzt der muss hoch in den Himmel schweben. Apropos, das wollen wir ja auch gleich. Aber erstmal ist mal unser Hühnchen. Süppchen. Mit der Hand natürlich, ne? Eine kochend heiße Suppe essen wir natürlich mit der Hand. Also wie auch sonst, ne? So, jetzt stellen wir das mal hier ab und wie sieht das aus hier, ne? Das ist mein Essen. Das sieht. So. Wir haben die AK-15 heute am Start mit Taschenlämpchen. Ein dickes Scope. Ich hab extra mein Flugzeug umgespritzt. Ups. Ja, das machen wir ja wie bei dem Film hier mit Sylvester Stallone hier. Wie heißt das? Over the Top. Genau. Wenn du nämlich Space Gap nach hinten machst, dann wirst du stärker und so, ne? Und genauso ist es, wenn der off ist, scheint der morgen die Sonne und so. Aber Böhnchen, der frisst ja ständig off. Trotzdem regnet's, ja? Was machst du eigentlich, wenn der eine off ist und der andere nicht? Was passiert dann mit dem Wetter? Also dann, wenn du nicht off isst, eine Wolke über dem Kopf und der andere, der aufgegessen hat, da scheint die Sonne über dem Kopf oder wie läuft das ab? Wo ist die Logik hier an der ganzen Kindergeschichte? Na, wie früher im Kindergarten, ne? Grießbrei. Ich möchte den Grießbrei nicht essen. Die armen Kinder in Afrika haben das nicht zu essen. Ja, da schickst du doch hin. Wenn sie es doch fressen. Was ist denn damit? Grießbrei, Sprachfleisch und den ganzen Scheiß hier. Ich bin im Wachstum, Grießbrei. So, apropos, wo geht's hin? Da hoch, zur Dingsbums hier, Militärflughafen. Und da wollen wir hineingehen und ein bisschen looten. Sofern es dort etwas gibt. So, wie gesagt, ich weiß aber noch nicht, wie wir da jetzt anfliegen. Also am besten ist natürlich, wenn wir kriegen das schon hin. Wir müssen ja dann sowieso noch zu Fuß gehen, ne? Ja, das kriegen wir schon gewuppt, ne? Los geht's. Wieso gibt's auf solchen Militärflugplätzen eigentlich keine Tankmöglichkeit? Oder gibt's das dort? Also ich habe dort noch nie irgendwie was zum Tanken gesehen, ne? Müsste es ja eigentlich nicht geben. Also das ist ja Quatsch. So, wir müssen nach Norden. Wir haben eine leichte, schusssichere Weste, also die kleine, und
einen halb kaputten Helm. Und wahrscheinlich wieder. Moment. Ups. Wahrscheinlich wieder nicht zum Verbinden hier, wie ich das sehe. Na Bingo. Bin ich schon für ein Hüllkörper? Ach, wir haben eine Jacke, die können wir doch schnippeln. Hier ist immer noch ein Gelumpe drinnen. Ach, und haschisch. Also haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen. So, genug gekräht hier. Wo müssen wir denn hier lang? Da. Wir kommen! Ja, hier auf der großen brauchen wir gar nicht zu landen, weil da ist noch eine Nähe. Obwohl, ganz hinten müsste es gehen. Hätte ich nicht so weit. Blöd, dass die Bots so spät auftauchen. Da unten könnten wir zum Beispiel nein. Aber wo ist der? Ach, da ist der Bot, okay. Zwei Bots gleich. Ah, nee. Ja, dann halt hier, ne? Ach, halt's Maul, lass mich raus. Schießen! Das Flugzeug erst frisch gestreichelt. Frischelt. Schnell raus hier, bevor dann noch zu nahe kommt und das Flugzeug zerballert. Und das wäre es jetzt noch. Schnell, hau ab! Nee. Ach, da dreht schon wieder um. Das ist eine faule Bucke, wa? So! Immer noch Hunger. Das ist doch ein Witz, ja. Das ist ja fressen. Das Protein geht nicht hoch. Da ist ein ganzes Huhn drinne. Geht überhaupt auch schon was hoch? Vitamin E. Ja, super. Und das ist alles, oder was? Das ist doch Quatsch. Calcium und... Die ganzen Nährstoffe sind raus. Das Einzige, was hier noch geliefert wird, ist Fett in der Hühnersuppe. Und ich habe da einen Haufen Gelumpe da drin, da waren da noch Möhren drin und alles, ne? Das ist doch Käse hier. Man kann ja gar nicht mehr kochen hier, das macht ja weder satt, noch sonst irgendwas. Da komm ich ja weg. Das ist doch hier Rotze. Ja, wie will man denn hier Muskelmasse aufbauen? Hier, die Muskeln gehen weg. Bis uns wohin. Wir haben... Ein Hühnersüppchen ist doch eigentlich kräftigend. Viel Protein und so. Und guck dir an hier. Geht alles runter. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wer hat denn was fressen hier? Oh ne, weißt du was, Böhnchen? Da hast du jetzt wieder den Magen voll und das kriegst du dann wieder wochenlang. Das ist doch hier Blödsinn hier. Vielleicht muss erst die Flüssigkeit runter und dann fängt das an zu knallen. Das ist so Blödsinn. Keine Kohlenhydrate, keine Ballaststoffe, kein Zucker. Gut, Zucker haben wir schon reingemacht. Nur Fett. Nur Fett. Ja, was wollen wir damit? Raus damit. Ich kenne mich aus mit Hühnchenkotze. So was Minderwertiges will ich Böhnchen auch nicht mit Marken geben. Kann man hier keine Pizza bestellen oder sowas? Genau, wir machen das nächste Mal eine Pizza. Vielleicht ist das ja mal der bessere Bums. Das ist ein Theater mit dem Gefresse. Schlimm. Nö, das fühle ich auch nicht. Das war mal so schön, das Kochen. Und jetzt... Ich glaube, das wird jede Woche schlimmer. So, Vorsicht. Ach, Puppies. Die können wir erst mal wegnullen. Hallo? Da. Nimmt ja nur hin. Ah, ich sehe das trotzdem, du kleiner Lauch. Du musst aufpassen hier, welchen Bot. Wo lauf ich denn hin? Ja, man muss das ja leicht versetzt schießen, ne, mit der Corioliskraft. Unten ist auch noch ein Tulli.
Dann haben wir übergefettet. Ich weiß gar nicht, ob hier hinten überhaupt ein Bot hinkommt. Aber hier gibt's doch so einen Bug, dass irgendwo ein Bot auch einfach bloß dumm dasteht, ne? Irgendwie im Gebüsch oder sowas, weißt du? Da hinten ist er, da kommt her. Jetzt wissen wir, wie nah er kommt, ne? Ah, shit, da ist ein Gebüsch. Hä? Keine Zeit jetzt dafür. Ach, da dreht da hinten gleich um. Da habe ich wohl hier komplett freie Bahn oder was. So, warum nicht? Das nehme ich natürlich gerne an. Vielleicht finden wir da drinnen mal was zu fressen. So, Moment, ich muss mal meinen Scope ändern. 2% runter gleich, hä? Mit diesem scheiß Schalldämpfer. Ich wünschte, es gäbe hier irgendwie so eine Option, dass man das ausschalten kann. Dass sich das verbraucht. Der Schalli. Ja, ich habe ans Taschenlämplein gedacht. Oh, Reparaturkästchen! Für unser kaputtes Gedöns hier. Ja, hier, ne? Schalldämpfer und so. Aber wir reparieren lieber erstmal den Helm. Der ist wie schon. Im Augenblick. So, ja. Mumblecheck. 13, so. Jetzt weiß ich, warum hier kein Bot rumeiert. Weil es hier gar nicht weitergeht. Naja, super. Ah, fuck. Ja, es wäre zu einfach gewesen, wa? Tja, das ist jetzt natürlich Kacka. Ist das der ähnliche Eingang hier? Das halt ist ja auch noch einer. Okay, was kommt? Oh, ich hör's kickern. Also ich könnte mich täuschen, aber es kann das sein, dass die da hinten ein Bot entfernt haben oder dass der nicht mal den Weg dahinter geht? Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass er auch früher bis dahinter gegangen ist. Vorsicht, der andere Bot da hinten. Das war knapp. Da war schon wieder dabei, sich umzudrehen. Okay, das wäre schon mal geschafft. Ich kann mal Ölklemme aufmachen, ne? Ja, das kriegen die Puppis nicht auf. Jüng. Das ist einfach eine Enttäuschung, ja. Ein goldenes Schloss. Und da kichert schon wieder ganz blöde.
kann ich das werfen? Nee, natürlich nicht. Oh! Schön, der Bolt hat den Bubi platt gelatscht. Bullshit. Ich sehe gar keinen. Ach gut. Tschüss. Alter. Ach, die könnte ich drüber holen. Alter. Jetzt sind sie aber trocken. Wie so eine 90 Jahre Mu. Gepanzerter Maschendrahtzaun, na klar. Oh, die Puppe kommt durch. Ich sehe den Springer. Geht nicht durch, gepanzert. So ein Schmutz. Jetzt hab's ihn. Alter, wie viele? Aber warte mal, der Springer. Vielleicht rennt da jetzt die anderen weg. Die hab's doch geheadshottet gerade. Tschüss. Grüße in die Hölle. Naja gut, es waren nicht alle, aber... Es waren nicht die. Ja, ich sehe den Bot nicht. Tut mir leid. Ach, ich hab vergessen, diese Dinger helfen ja auch gar nicht. Ich hab ja... Shit. Ich sehe den Bot nicht. Nee. Tja, wo können wir uns noch verstecken? Da hinten? Das rote Ding vielleicht? Ich glaube, der Bot geht weiter. Da kann mich doch überhaupt gar nicht sehen. Seht ihr nicht? Die beiden Tomaten, ne, müsst ihr wieder auf 8 Meter ran. Ja, da müsst ihr die Lampen sehen. Da leuchtet dahinter, da bin ich überhaupt gar nicht. Gelb. Geht rum. Wo sind die Puppi hin? Wo war da noch eine Puppi? Die halten wir bestimmt gleich von hinten auf den Sack. Hä,
Stufe. Trocken. Oh, jetzt hätte ich aber erschrocken, Alter. Lampen überall. Erstmal aufmümpeln. Ja, ich weiß, Bönchen, wir haben Hunger. Hier gibt's ja nichts zu fressen, diesem Kackloch. Jetzt haben wir auch gar nicht genug Schraubendreher. Schön. Das war jetzt auch nicht die Intention, wa? Das ist super. Das ist ja nicht zu fassen. Sie haben sich früher über die Suppen aufgeregt. Ja? Die Deutschen können keine Suppe machen, die Deutschen sind unpünktlich. Ja, man möchte ja gerne von Klischee reden, aber die Mehrheit hat nun mal recht. Das ist ja hier auch recht weiträumig, hier, dieser ganze Bums, ne? Wenn man mal ohne Mechs hier reingeht, dann sieht man erstmal, wie weiträumig das ist und wie viele Räume es überhaupt gibt, ne? Das ist schon heftig. Ja, es hat ein bisschen was von Rammstein. Ach, gehört doch auf mit diesem Schmutz hier. Ja, das nehmen wir mit. Fürs AWM-Gewehr. Hier gibt's kein AWM-Gewehr. Und wieder Dreck. So, Lampe. Jetzt gucken wir. Gucken! Oh, Toastbrot! Oh, wenn das ja nicht unser Big Shit ist. Wir brauchen Protein, hä? Wie tief kann man sinken, hä? Ja. Oh, Gott sei Dank, hä? Proteine. Vielleicht kann ich einfach bloß nicht kochen. Kann ja auch sein. Ich habe ja wieder nach Vorgabe gekocht, das war wahrscheinlich auch wieder nicht richtig. Ja, so ein Messerding. Eine Armeehose, die nehmen wir natürlich mit, weil unsere ist ja immer recht schnell voll. Kurze Hose brauchen wir nicht. Und hier haben wir Süßes. Das essen wir auch gleich mal. Machen wir 25%. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen, ne? Ohne EMP-Granate. Ja, das ist doch wunderhübsch. Ja, warum nehme ich die Handschuhe mit? Die brauchst du gar nicht. Aber die EMP-Granate, die können wir nehmen. Die können wir gleich mal rausjagen hier. Können wir nicht am Bot vorbei. Oh, hier ist... Nee, hier ist zu, dachte ich. Scheiße. Oh, hier. Schleudersitze. Das bräuchten wir für unsere Karre. Oh, guck dir das an. Holographisches Visier. Der 10.000. Gilli. 10.000. Scope hier. Holographisches V3. Das ist allerdings nicht so häufig. Das nehmen wir mal mit. Mal sehen. Das müsste doch auch ganz schmuck aussehen. Naja, rot halt. Oh, schön hier. Ein Granätchen. Und Mumpeln. Mumpeln für unsere Knarre? Das ist doch wunderhübsch, sein Zufall. Ja, ja. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Jetzt haben wir keine EMP für den Rückweg, ne? Schön. Durst haben wir auch. Ja, du hast doch Toast gegessen. Du kannst ihn da Durst haben. Schöner Toast. Luft getrocknet und alles, ne? So, heute haben wir doch gleich wieder aufgemumpelt. Weißt du zwar nicht, was uns das bringt? Ja, auf jeden Fall, der Gilli bringt uns Geld. Das ist schon mal gut. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Mumpeln für die Pistole. Ist auch nicht schlecht. Ja, hier hinten lohnt sich das, hä? Aber, ja. Nur aufpassen, dass wir den Bot hier irgendwie umgehen können. Oh, shit. Ja, wir müssen uns an dem Licht orientieren, ne? Da ist er. Okay, jetzt hier halt da an. Guck, guck. Geh weg mit deiner Baulampe. Komm, da ist nicht, schlüpf weiter, Junge.
Akku hält auch nicht ewig. Der Handy-Akku, weißt du, wie das läuft mit den Akkus? Geht's hier hinten noch irgendwo weiter? Ja. Ha. Muss man jetzt aufpassen, dass uns hier nicht sieht. Durch die Ritze. Und Sprenger müssen wir aufpassen. Ein Schalldämpfer für das AKS. Das nehmen wir mit. Knarre brauchen wir nicht. Trinken brauchen wir auch nicht. Aber ansonsten hier größtenteils hier 0815 Gerümpel, wa? Das ist auch noch Kisten. Immer gucken hier. Ja, ja, ja. Licht, Licht, Licht. Immer schön am Licht orientieren. Genau, das dachte ich mir nämlich. Ich dachte, der dreht schon wieder rum. Er war gerade dabei, sich wieder umzudrehen. Der Johannes. So, ich glaube, der klotzt jetzt erstmal eine Weile in das Loch rein. Hallo? Jetzt dreht er um. Ja, ja. Muss man schon ein bisschen aufpassen hier mit den Bots. Ach, das ist wieder so eine Fake-Scheiße hier. Eine Kiste bloß. Ein Traktor! Ja, hier kommt man. Ja, ja. Hangar halt, ne? Noch mehr mumpeln und gebackene Bohnen. Bühnchen, deine Verwandtschaft in der Dose. Oh, oh, Flugzeugreparaturset. Das nehmen wir mit, weil zwar Leben dir rauskommen, versteht sich, ne? Ihr wisst ja, ne? Ein Headshot und du bist weg vom Fenster, ja. Da hilft dir der dusselige Helm auch nicht. Was ich mich dann frage, wenn diese Tech-One-Dulis kommen, ob das irgendwie was nützt, wenn wir uns dann hier schön panzern und so, ne? Weil dann wird's richtig übel. So, gehen wir jetzt hier durch. Ich weiß nicht, ob hier drin ein Bot ist, ne? Das ist, wäre natürlich ziemlich blöd. Kriegen wir dann Beschuss von beiden Seiten. Oh, ich glaube, hier sind Bots. Oder? Jetzt sieht's gut aus, jetzt sieht's gut aus, jetzt sieht's gut aus. Hier ist irgendwie so ein Hangar-Ding. Ich glaube, das geht alles zu einer Seite raus hier. Oh! Das war knapp. Weil der kann ja hier reinkommen, ja, und dann bin ich gebumst, weil hier kann ich nirgendwo weg. Mich nirgendwo verstecken. Kommt nicht gut, wenn der Bot mich hier sieht. Gut, dann gehen wir wieder in unseren Safe Space hier rüber. Safe in Anführungszeichen. Da ist immer noch rot da hinten, ne? Ja, das hat mich schon wieder gesehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier Bot haben oder sprengen. Oh ja, hier sind 100 Pro Bots. Es ist ja quasi hier um die Ecke, ne? Ja, und der da hinten da lang gelaufen ist, der kommt hier auch lang. Wenn er mich hier entdeckt, kommt er hier rein und dann muss ich zu dem anderen Bot drüber fliehen. Super. Da würde der nicht reinkommen, ne? Das sind Kisten. Ich komme hier auf, die sind gerade erst gespawnt, hört er auf. Wenn die richtig Headshot ist, dann sind die sofort tot, ne? Hätte ich das gedacht? Da hat der Helm nicht geholfen. Das ganze Dosgebäck und das Bonbon-Gelumpe, da kriegt man ja durch. Noch einer.
eine Zwischenbilanz ziehen? Hier scheint K-Pot lang zu kommen. Jedenfalls hier nicht. Aber hier auf der Seite kommt 100... Alter! Das ist doch ein Nest, das hin. Ach doch. Oder ist ja doch kein Bot? Da natürlich ein Messer. Hätten wir hier den Rest... Ach, wir haben ihn nicht zu verbinden, fällt mir gerade mal so schwein. Das ist ja schön, hä? Wird ja vorher noch die Jacke zerschnippeln. Aber warte mal, wir können vielleicht die Puppies, wenn hier noch welche sind, die können wir ja dann eigentlich weglocken. Also weglocken, hinlocken, hier oben. Aber sehen wir, wo sie sind. Ja, das war blöd, das an der Wand zu klatschen, oder? Ja. So, warte mal. Als der Schlüpper kriegt man da übles Eläppchen raus. Ich habe gar nicht geguckt, ob sie sauber ist, ne? Aber es gibt Überraschungen, die möchte ich gar nicht so wissen. So. Oh, drei Läppchen! Das war aber hier so eine richtige Buhnablauzer, hä? So eine Tine Wittler XL. Und mit XL meine ich 10x X. Ich trau dieser Ruhe hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt ja ganz und gar nicht. Noch ein goldenes Schloss. Das kannst du dir an der Nase pappen. Jetzt lade ich erstmal auf die Raketen drauf. Ich brauche doch nicht dauernd jetzt was zu fressen. Obwohl. Wir sind ja chronisch unterfüttert. Nicht untervögelt, unterfüttert. Das ist so eine Fake-Kisten hier. Ich höre Schritte und das sind nicht meine. Gott, diese taktische Scheißweste. Naja, nehmen wir mal mit. Hallo? Tatsache, hier ist kaputt, hier ist nicht. MP5 Magazine brauchen wir keine. Tatsache, hier ist kein Bot. Aber hier gibt es ja auch noch Aufenthaltsräume. Die würde ich mir halt gerne noch angucken. Ich will mit so einem Ding fliegen, aber da fliegst du ja 3 Sekunden, da bist du über die ganze Insel drüber weg, weißt du? Oder wenigstens Teile ausbauen. Stell mal vor, du kannst an dein Flugzeug hier so ein Raketending dran machen. Na gut, dann schießt es ab und dann rupt sein Flugzeug auch schon auseinander. Die Raketen haben ja viel mehr Power als so ein klapprisches Flugzeug, was wir hier rumfliegen. Wenn die Klammer nicht gelöst wird und die Rakete bleibt hängen, da wird dein kleines Flugzeug zur Rakete. Auch gut. Guck mal eure Zeit an. So. Es ist genug mit den goldenen Schlössern, das will ich mit dem Schmutz. Noch ein goldenes Schloss, ja klar, gib nur. Ich meine, ja gut, kann man verkaufen. Warum nicht? Jetzt haben wir ja wieder so ein Fake-Ding. Ne, ich brauche keinen 45er. Vielen Schrank. Ein Vampir-Zielfernrohr, das können wir auch mal mitnehmen. Davon habe ich zwar auch schon welche, aber warum nicht? Islas. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, wir haben die ganzen Puppies von dem ganzen Spot, die haben wir jetzt hier vorhin gerade platt gemacht, beziehungsweise wir haben ja tatkräftige Unterstützung erhalten. Okay, sonst ist ja nichts. Das sind aber dicke Kisten. Ich möchte so ein Ding mitnehmen. Aber was sind denn das für Raketen? Ah, die können übrigens 2 davon tragen, hä? Ja, doch. Ja, eins auf der Seite und eins auf der Seite, ne? Oder halt, die Dinger, die sehen aus wie so ein paar Stinger. Davon jeweils 4 auf der Seite und 4 auf der Seite. Und das Ding könnte man unten an den Bauch machen. Aber ich glaube, dazu ist das Flugzeug nicht gedacht. Gibt ja Flugzeuge, die haben unten da noch Marschflugkörper und halt die Dinger an der Seite. Allerdings macht das natürlich die Flugzeuge auch relativ langsam und anfällig für Bodenluftabwehr. Naja. Früher als Kind habe ich mir, also
ja, wo ich dann schon lesen konnte, habe ich schon diese ganzen die NVA-Handbücher durchgelesen. Mein Vater hat ja von der Armee Haufen Handbücher. Über alles Mögliche, über die Waffen, wie die funktionieren. Hast du Bilder gesehen, wie sie auseinandergebaut werden und sowas, ne? Sozusagen, ja, das Tutorial des kleinen Mannes von früher, ne? Da warst du dann Waffenexperte, wenn du die Bücher kapiert hast. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, weil das ist das Ding, wo vorhin die Bots lang liefen. Wo sind wir denn überhaupt reingekommen? Drüben. Ja, genau. Und hier ist wieder Botgebiet, ne? Ja, da sehe ich schon die Lampen. Nö. Danke, wir müssen eh wieder zurück. Also ich will ja schon mal Flugzeugreparaturkistchen retten. Nach Möglichkeit. Ob der Bot sich jetzt wieder eingekrischt hat, weil an dem ist man ja auch noch vorbei, ne? Oh! Der hält an, der hält sehr schnell an. Der dreht sich schnell um. Oder ich hab einfach nur wieder Schiss im Höschen. Der Lichtbug, ey, das geht mir so auf den Piss. Das sieht hinten immer so tachel beleuchtet aus. Er hält jetzt nicht an. Ich weiß nicht, wo ich mich hier verstecken kann. Erstmal hier in die Bude rein. Wie komme ich denn jetzt an dem scheiß Bot vorbei? Jedes Mal so. Weißt du, du steckst deine Birne raus und so. Der Bot guckt dich an, genau wie vorhin. Klopp. Aber wie kommt man an den Bot jetzt vorbei, ne? EMP haben wir ja nicht mehr, ne? Okay, hier dreht er um. Das ist gar nicht mal so geil. Was wär das? Mon Dieu! Oh. Wie gut sind wir hier sichtmäßig geschützt? Ich trau diesen Lappen hier nicht, hä? Ich trau generell keinen Lappen. Ich überleg mir schon Plan B, wo wir hinflüchten können. Falls er uns doch sieht. Ah, warte mal, jetzt hätten wir ja genug Zeit. Ah ne, jetzt kommt der andere. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob er uns sieht. Aber ich glaube nicht. Nee.
Wir warten, bis der andere hier, der sich umdreht da. Ich muss diese Kacklappen. Dann muss der am Arsch. Das war Glück, das war der Lappen, Mann. Wo läuft der jetzt lang? Jetzt weiß ich doch nicht, in welche Richtung der rennt. Arsch! Ich hätte gleich mal die Mülltüten mitnehmen sollen. Muss immer seinen Teil dazu beitragen hier. Haltet unseren Flugplatz sauber! Du Rostdöpse! Was ist das für ein Wort? Das hab ich gerade erfindet. Jetzt laufen sie so, wie sie eigentlich laufen müssten, nämlich so, dass immer irgendwas gedeckt ist. Ach, Scheiße! Ja, mein Bumuckel! Hast du gepupst? Aus mir sprechen meine zwei Bulettenbrötchen. So, jetzt müsste der andere Bot auf der anderen Seite wieder kommen, ne? Da ist er. Der hat mich ja vorhin, ne? Oh ja, und da kommt er hoch. Ja, kommt hier hoch. Und wohin du? Oh nee, 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 nee. Ach. Dem Himmel sei Dank für Alzheimer. Bottheimer heißt das ja, Bottheimer. Bei Bots ist es ja Bottheimer. So, dann gucken wir hier nochmal, was wir Köstliches nicht finden. Ein zweiter Weltkriegshelm. Ah, die können wir übelst bis zur 50 reparieren, hä? Aber wir haben übelst, naja, ist eh fast leer. Viel Geld kriegen wir dafür eh nicht mehr. Die mit ihren 45, obwohl das sind 26. Stiftrebeppe. Brauchen wir nicht. Ein M18E9. Da. Ja, das würde ich schon mal gerne mitnehmen und aufbereiten. Dann werden wir hier ein bisschen ummumpeln. So. So. Ja, die Hose brauchen wir schon. So, mal gucken, wo hier noch Platz ist. Was machst du mit dem Schießpulver hier? Das brauchst du überhaupt nicht. So. Ja. Gucken. Mal gucken, ob wir das wieder aufbereiten können. Also 45. Nein, nein. Was ist das? M1 und Carbonhunter. Ne, brauchen wir nicht. M1 Rifle, das ist natürlich schön, nicht schlecht. Ja, toll, und nu, weg mit dem Helm. Das M1 würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Jetzt müssen wir ja alles schön zusammenkneten, aber das wird dann trotzdem irgendwie nicht. So. So, jetzt. Ja, da hätten wir ja heute dann doch ein bisschen was rausgeholt hier aus der Kuchenbude. Mal gucken, ob auf dem Weg schon irgendwie Puppies sind. Ja, das hat ja eigentlich schon nichts zu bedeuten, ne? Obwohl, wir können ja oben lang laufen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Müssen halt trotzdem aufpassen. Genau, das ist der Bot. Hm, die Grafikfehler sind immer noch da. Oh, shit. Ich glaube, wir müssen irgendwie mal ins Gebüsch oder sowas. Zum Glück haben wir ja genug zum Verbinden gemacht noch, ne? Ich meine, wir brauchen sie schon unbedingt, ne, aber... Ach, gucke, da unten haben wir doch ein paar Läppchen. Sogar frisch frisch, also sagen wir mal desinfiziert. Ein Hauch vom Hintern klebt noch dran. Aber who gives a shit? Das passt ja alles wie Po auf Klo. Ach, was soll das hier? Was rede ich?
Wo ist Busch zu Ende? So. Report geht. Das Böhnchen klötzt aber auch nochmal schön hin. Na, wenn er jetzt hier ballert. Mann, Aal. Böhnchen macht ja immer noch gleich hier so Sightseeing-Tour, ne? Und dann steckt er mich an. Hey, guck mal da, da gibt's bestimmt was zu holen. Ja, ja. Das ist ein typisches Böhnchen, ne? Weil ganz genau weiß. Ich kann nicht ohne Böhnchen. Ich hol ihn mir dann wieder. Dann kommt er als frischer Klon. Auf die Erde herniedergeregnet, ne? Ein bisschen wie Jesus. So, hier müssten wir ja sicher sein, ne? Wir sind auf dem Hügel des Zornes. Müssen wir bloß unser Flugzeug wieder finden. Ich verstehe das einfach nicht hier mit diesem Proteinscheiß hier. Oh, warte mal, wir müssen mal gackern. Da gackern wir noch schnell. So Höschen aus. Das Doofe ist, wenn du hier eine Weile wartest, also stehst, spawnen nach einer Zeit Dinge. Also entweder Puppies oder wilde Tiere oder irgendwie sowas, ne? Und wenn du dann so mitten beim Kacken gestört wirst, ne, das ist natürlich. Stell dir mal vor, du sitzt zu Hause, ahnst nichts Böses, ne? Drückst dir gerade so in aus dem Rücken und auf einmal guckt irgendwie ein Hirschkopf um die Ecke. Ja, wie sollen wir denn da noch gemütlich kacken? Das wird doch nicht. Auf zum Flugzeug, ne? Das ist aber schön. Flugzeugreparaturset, das hätte ich gedacht. Eine der wertvollsten Items überhaupt hier in dem Game. Wo ist denn das Flugzeug hin? Da! Yay! Jetzt müssen wir bloß noch kunstvoll die Bucke umdrehen. Da hinten ist der Bot. Ich glaube, das sollte uns nicht sehen. Wir sind bebuscht. Wie eine Frau am Strand in 70ern. Wir sind bebuscht. Ja, Bikini, hä? Und rechts und links, unten, hä? Da schwingt sich Startzahn durchs Gestrüppe. Ja, ja. Ich glaube, wir sind nur deswegen so weit gekommen, weil ich das Flugzeug so schön angespritzt habe. Ist natürlich, von der Farbe her macht das gar keinen Sinn. In der Luft, ne? In der Luft grün macht ja keinen Sinn. Ja, also wenn, dann müsste das so grau-blau, also so grau sein, ne, oder so ein ganz helles Blau. Am besten so eine Mischmaschfarbe, ne. Ja, in der Realität sind ja die Flugzeuge, die Militärflugzeuge auch nicht so aus Langeweile so langweilig angestrichen, sondern es ist halt, damit es halt nicht so sofort siehst, ne. Aber das Ding hat ja dann den Vorteil, also im Mehrspieler zumindest, wenn es halt auf der Erde steht, ist es halt nicht so leicht zu sehen. In diesem Biom hier, ne, da hast du da so ein bisschen braune Erde und braunes Gestrüppe, ne, das ist ja so dieses Gelb und Gedöns und halt noch Grün, ne. Das, deswegen aus der Höhe, wenn hier irgendjemand mal spotten tut, bist du mit dem Flugzeug am besten getarnt unten an der Erde, ja. Ne, wie bei meinem Zelt. Will ich ja die nächsten Tage immer wieder testen. So, mein kleiner Pony. Ab geht er hier, der Katheter, wenn er geht. Gott kommt auf uns zu, wir sollten uns mal bei Zeiten um Höhe bemühen. Yay. Ja, am Arschloch hängt der Hammer. Ne, hängt er nicht. Tut ja weh. Munitionsverschwendung, ihr Schläuche. So, jetzt müssen wir nach Süden. So war doch der Plan, wa? Nach Hemen müssen wir. Ja, heute kamen weniger dumme Sprüche, aber das ist bei solchen Sachen ist man halt auch so ein bisschen angespannt, ne? Da quatscht man halt ein bisschen weniger dummes Zeug rum. Aber wir haben es überklebt. Und das ist ja Wichtfisch. Also, was haben wir denn heute? Da muss ich jetzt nochmal kurz linsen. Machen wir Autopiloten an. Donnerstag. 13:24 Uhr. Heute kommt eh kein Update. Ich glaube, hier kommt gar kein Update mehr. Nö. Die sind fertig.
Hähnchen, pass öffne ich, dass dein Loot hier aus der Tasche fällt. Junge, kleine Prinzessin. Oh, das sieht schön aus. Boah, es ist schon wieder schwül, ich schwitze mir die Bube rollig. Mein Gott. Meine Steine? Ich sollte mir vielleicht vorher mal angucken, wo ich hier wohne, hä? Wo mein Wohnklo ist. Nee, das ist ja scheiße. Da muss ja irgendwie ganze Krütze drum rumfliegen. Nee, komm. Am Ende fahr ich noch hier in den See rein. Boah, das Gerückel, Alter. Wieso gibt's ja keine Hubschrauber? Die Hubschrauber haben. Tomislav, ich möchte bitte einen Hubschrauber. Ich sollte vielleicht auch mal bremsen. Also Gas runternehmen, ja, Quatsch und Quatsch. Ich gucke noch blöd. Der Baum ist ein bisschen zu nah für meinen Geschmack. Ich habe überlegt, naja, schaffen wir es oder nicht? Aber ich kenne die Bremsen hier. Nee, schaffen wir nicht. Durchstarten. Jetzt aber hier keine fiese Matenten runter hier. Na bitte. Alter, die Bude offen gelassen. Wieso macht er immer den Schlenker zum See? Schade, dass man die Karne nicht waschen darf. Kann, wie auch immer. Also, man kann sie ins Wasser tun, aber dann explodieren sie oder fangen Feuer, ne? Macht ja voll Sinn. Wasser und Feuer und so. Verstehe ich. Realismus. So. Ach, die Karre steht immer noch dort. Eigentlich sollte er dort das Flugzeug parken. Da ich ja ein großer Junge bin, kann ich ja einparken. Dann kriege ich das schon gewuppelt. Die Karre muss trotzdem hier rausfahren. Ich stirb. Was ist das, wenn das so senkrecht steht? Das ist nicht Plan für mich, ne? Mein innerer Monk ist dann höchst unzufrieden. So, Böhnchen, ne? Wir haben doch einiges rausgeholt, hä? Und einiges haben wir hier noch drinne. Da haben wir jetzt zwei, da haben wir jetzt drei Flugzeugreparatursets. Ich glaube, wir werden die auch brauchen. Und unseren Salat! Komm, den fressen wir. Wie viele Kilo sind denn das noch? Noch 675 Gramm. Das bleibt noch in der Zahnritze hängen. Das Gebäck am Arschloch. Die Kohlenhydrate gehen übelst hoch, hä? Ist das von Toast? Na, ich glaube, da müssen wir abbrechen, hä? Der Wanze ist ja schon voll. Nicht, dass er platzt. Nee. Aber den Rest hat er wohl trotzdem erst mich noch geschluckt. Naja. Ja, ja. Jackel. So, Böhnchen, ja, du bist müde, das glaub ich dir. Aber du hast ja heute auch wieder... Hat er heute gut gemacht, ne? Gut, es gab ein, zwei aufs Maul, aber naja, das ist ja, Böhnchen ist ja halt so ein bisschen so drauf und der mag das auch ein bisschen, ich weiß es ja nicht. Können wir hier die Knarren noch irgendwo hin tun? Nee, die müssen wir hier rein. Oh, ich brauche mehr Waffenracks. Und die Knarren sind ja auch noch da. Können wir die jetzt voll reparieren oder wie sieht das hier aus? Weil dann sind es vergöfisch, so, wenn da überhaupt noch Geld dabei rauskommt. Oh doch, wir kriegen es auf 100. Geil. Sieht aus wie so eine Flinte aus dem 18. Jahrhundert. Und das soll das experimentelle Visier sein. Ja? Das Ding hier vorne. Also da gab's... Da gab's zu der Zeit schon bessere. M1-Gewehr. Naja. Aber klingt tut die Scheiße gut. Also kann man nicht meckern. Also die klingen richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob wir Muni dafür da haben. M1. Ich glaube, da haben wir gar keine Muni da, oder? KR-Mumpeln. M1, da haben wir es doch. Ach, wir brauchen doch den Laderahmen für die M1. Genau. M1 braucht doch einen Laderahmen. Den hab ich gar nicht. Und der Laderahmen ist ja empfindlich. Da will er gleich 10 haben. Waren das 10 oder 5 oder irgendwie sowas, hä? Ja. Komisch, hä? Das Scope, das hat schon 3D-Ansicht hier mit hier Entfernung und sowas, ne? Ja, ja, nee, ist klar.
zu der Zeit, ne? Ja, naja, nee. Ja, wenn du meinst. Technik, die entgeistert. So, Knarre weg. Dann werde ich wieder demnächst ein bisschen umsortieren, ne? Wieder was für unsere Handelskiste. Ja, und dann sind wir soweit fertig und dann sag ich mal danke fürs dabei sein, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.